meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, ich werde oft gefragt, Klaas, woran richtest du eigentlich deinen moralischen Kompass aus? Worauf fußen deine Werte? Woran glaubst du? Dann sage ich immer, an das ZDF, ansonsten gar nichts. Weil damit ich anfange, an Gott zu glauben, brauche ich handfeste Beweise. Ich müsste Gott sehen und Gott müsste mich sehen. Das habe ich vorgestern auch in meinem Aerial-Yoga-Kurs erzählt. Und daraufhin hat mir dann Birgit bei Telegram dieses augenöffnende Video geschickt. Hast du schon einmal in die Augen eines spirituellen Meisters geschaut? Komm und erlebe es. Paramahamsa Sri Swami Vishwananda ist ein gottverwirklichter Meister, der in ständiger Einheit mit dem Göttlichen lebt. Gottverwirklichter Meister? Also ich bin hooked. Wer ist denn dieser gottverwirklichte Meister? Und was sagt er über sich selbst in der dritten Person? Hier steht Gott, dort steht der Guru. Vor wem soll ich zuerst niederknien? Ich sage, ich kniee vor meinem Guru nieder, weil ich durch seinen Segen und sein Wissen Gott näher komme. Gott und Guru sind nicht getrennt voneinander. Jetzt bin ich richtig neugierig. Wer ist denn dieser Guru, der nicht von Gott zu trennen ist? Bhakti Marga, so nennt sich die Religionsgemeinschaft, die der gottverwirklichte Guru gegründet hat. Die gibt es in 53 Ländern auf der ganzen Welt. Ganz schön große Religionsgemeinschaft dafür, dass die keiner kennt. Darum ändern wir das heute im ZDF Magazin Royal. Hashtag der Woche, Wirk. Folgen Sie mir hinein ins Rabbit Hole. Nehmen Sie die orangene Pille. Kommen Sie mit, Bhakti Marga, es lohnt sich. Bhakti Marga, das ist Sanskrit und heißt Weg der Hingabe. Bei Bhakti Marga können im Grunde genommen alle mitmachen, wenn das Ego klein genug ist. If you want flattering your ego, go. The market is open. You know? But if you want to really grow spirituality, come to me. I can give you what others can't give you. Endlich! Der Guru kann mir geben, was andere mir nicht geben können. Etwa endlich, wir denken alle das Gleiche, oder? Eine White Edition von Knickknacks? Knackige Erdnüsse umhüllt von einer crunchy Paprikakruste, umhüllt von zart schmelzender weißer Schokolade. Nutri-Score Y. Jede Nuss ein Darmverschluss. Wer auch immer mir das geben kann, soll fortan mein Guru sein. Bei Bhakti Marga, da kommen die Menschen zusammen zum gemeinsamen Knickknacks essen, um zu beten, zum Meditieren, zum Yoga machen, zum Singen, zum Tanzen und um ganz nah bei ihrem sie liebenden Guru zu sein. Weil er so ein großes Herz hat. Gründer und Oberhaupt von Bhakti Marga. Mit vollem göttlichen Namen heißt er Mahamandaleshwar 1008 Paramahamsa Sri Vedavyasa Rangaraj Bhatta Sri Swami Vishwananda. Aber seine Freunde dürfen ihn Paramahamsa Vishwananda nennen oder Guruji. Und der ist Gott, sagen zumindest seine AnhängerInnen in diesem Buch. Das ist ein sehr gutes Buch, was man daran erkennt, dass es aussieht wie ein schlechter Film. Gibt es in 7 Sprachen im Bhakti Marga Shop. Der Guru ist Gott. Glauben Sie nicht? Hier, eine kleine Leseprobe, bitte. Als ich in seine Augen schaute, erschrak ich, denn ich sah, dass Jesus Christus selbst zu mir zurückschaute. Er ist eine direkte Inkarnation Gottes in einem menschlichen Körper. Für mich ist Swami Vishwananda Gott, der auf Erden wandelt. Klingt erstmal unglaublich, aber dafür gibt's natürlich Beweise. Gelegentlich habe er Stigmata, die Wundmale Christi, an Händen und Füßen, zum Beispiel zu Ostern. Dafür gäbe es Zeugen. Zudem könne der Guru Gegenstände, etwa Schmuck, materialisieren, indem er sie aus seinem Körper herauswürge. Alright! Gott wirkt Wunder hervor. Hashtag Wirk. Aber das will ich dann bitte auch mal sehen. Ich hab schon schlechtere Wunder in besserer Bildqualität gesehen. Wow! Netter Versuch, Guruji Geronimo Cadillac. 90210 Swami Lui Lui Lui. Aber nein! Der echte göttliche Guruji, Paramahamsa Vishwananda, ist viel besser. Der ist wie Jesus, aber modern, mit Tätowiermaschine. Und der Guru hängt ab mit Weltstars.
AnhängerInnen wie der russische Superstar Sati Kasanova oder der portugiesische Nationalfußballer Rui Patricio zeigen Bilder von sich mit dem Guru. Und Cristiano Ronaldo ist auch mit dabei. Oder hier, Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers. Die größten Stars der Welt suchen die Nähe des Guruji. Und Guruji ist selber auch ein Star bei TikTok. 716.000 FollowerInnen, Profilname The Divine Master Wisdom. Die göttliche Meisterweisheit. Gott hat TikTok und streamt seine göttlichen Segnungen bei YouTube. Ja, ja, okay. Das spricht mich alles irgendwie auf eine Art, also wirklich an. Es spricht mich alles an. Aber um zu glauben, dass dieser Swami Guruji-Typ jetzt wirklich Gott ist, da müsste ich den schon vielleicht mal irgendwie in echt sehen. Aber so eine Reise um die halbe Welt, dafür habe ich einfach keine Zeit. Tief im Taunus, im Heidenroder Ortsteil Springen, hat die internationale Gemeinschaft der Bhakti Marga ihr Hauptzentrum errichtet. Wie bitte, Gott lebt in Hessen? Ich meine, ich habe es immer schon geahnt, aber dass es auch wirklich so ist? Wow! Gott ist nur gut 2 Autostunden von diesem Schreibtisch hier, vom Studio Ehrenfeld, entfernt. A3 Richtung Frankfurt, dann bei der Outlet-Stadt Montabaur auf die B49, dann die L326, dann auf die B260, auf die L3455 und dann irgendwann links abbiegen auf Am Geisberg. Und da ist dann Gott. Da ist das weltweite Hauptzentrum von Bhakti Marga. Gott wohnt im Taunus, aber warum? Seitdem ich ein kleiner Junge war, hatte ich eine Vision von einem Ort mit vielen Bäumen und einem Tal. Ich war viel herumgereist und als ich nach Springen kam und das Tal sah, erkannte ich, dass dies die Vision war, die ich in mir getragen hatte. Gott hat von Hessen geträumt. Jetzt wird's langsam unrealistisch. Ich meine, bei dem gewürgten Schmuck habe ich noch nichts gesagt. Bei der Tätowiermaschine, bei Cristiano Ronaldo, bei den Stigmata und der 1008 im Namen, da habe ich nichts gesagt. Aber eine Vision von einem Tal in Hessen, jetzt muss ich schon mal kritisch nachfragen. Wer ist denn dieser Gott Paramahamsa Vishwananda eigentlich genau? Paramahamsa Vishwananda wurde Gott verwirklicht am 13. Juni 1978 auf der schönen Insel Mauritius geboren. So steht es auch in dem Kinderbuch Kleiner Guruji aus dem Bhakti Marga Shop. Seine Mama und sein Papa fanden es nicht normal, dass ein Kind die ganze Zeit betet. Sie wollten, dass er so ist wie alle anderen Kinder. Aber er war nicht wie die anderen Kinder. Oh Mann. Er war anders. Die armen Eltern. Dabei wollten die doch einfach nur, dass der kleine Gott ganz normale Kindersachen macht, wie ganz normale andere Kinder. Mirko, 12 Jahre behauptet, ich fahre schneller mit einem 7 Tonnen schweren Traktor über 250 handelsübliche Biergläser als Simone Tomalla. Toi, 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 Mirko. Und vor allem toi, 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 Simone Tomalla. Aber als Mahamandaleshwar 1008 Paramahamsa Shri Veda Vyasa Rangarajpata Shri Swami Vishwananda so alt war wie Mirko im Bierglas und Treckeralter, da war der schon längst auf dem Weg zur Gottgleichheit. Und das hier ist heute seine wichtigste Message. Im Kern von Vishwanandas Lehre steht die bedingungslose Liebe. Just love. Just love, wie so ein Hornbach-Wandtattoo. Es ist so simpel. Einfach nur den Verstand ausschalten und schon hast du ein besseres Leben. You think that your mind is working for you. Your mind is not working for you. Your mind is doing everything to make you unhappy. Genau, der Verstand kann im Grunde genommen weg. Der macht einen eh nur traurig. Kenn ich, ja. Darum einfach gleich ganz aufhören zu denken. Und den Weg gehen von Bhakti Marga, hinabsteigen in ein waldiges Tal im Taunus, also intellektuell, spirituell, um ein echter Brahmachari zu werden. Brahmacharis, das sind Mönche, die ein enthaltsames Leben für Gott führen, der materiellen Welt entsagen. Ein Leben für Gott, ein Leben für den Guru, ein Leben für Bhakti Marga, enthaltsam, bescheiden und entsagend der materiellen Welt und all ihrer Schönheit. Don't think that these two physical eyes make you see really. No, majority of the people are blind. Why? The eyes corrupt. We are very much attracted to the beauty of the world outside. Moment mal. Was sehen meine korrupten Augen denn da? Ist das eine Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 Listenpreis 10.750 Euro? Ich glaube ja. Aber ey, diese geriffelte Lünette ist wirklich jeden gottverwirklichten Cent wert. Und das hier? Ist das nicht der enthaltsame und bescheidene Meditations-Mercedes GLE, Listenpreis
87.435,25 Euro aufwärts. Aber ja, das ist das Swami-Mobil mit originellem Wunschkennzeichen. Schauen Sie mal, SWA, das steht für Bad Schwalbach im Rheingau-Taunus-Kreis. Oh, Moment, Moment, oh Gott, Moment. Oh Gott! Ich glaube, Gott hat durch mich gewirkt. Ist das eine Botschaft? Soll ich einen Ashram eröffnen im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Hashtag Wirk. Rolex und Mercedes GLE. Tja, der Guru ist eben ein ganz besonderer Mann mit besonders gutem Geschmack. Aussteiger kommen zu Wort, die die Glaubensgemeinschaft verlassen haben, weil sich das Verhalten des Gurus nicht mit dem deckte, was er predigte. Enthaltsamkeit. Woher hat Bhakti Marga eigentlich das ganze heilige Geld für diese fetten Autos und die dicken Uhren? Finanziell wird die Religionsgemeinschaft durch die persönlichen Abgaben der Anhängerinnen und Anhänger, durch Spenden sowie durch Einnahmen aus dem Gästebetrieb, dem Souvenirshop und einem vielfältigen Angebot an Vorträgen, Kursen, Retreats und anderem mehr getragen. Es ist nämlich so, Bhakti Marga skaliert. Just Love, ja, aber auch Business. Bhakti Ashram AG. Shri Bhakti Yoga UG. Bhakti Event GmbH. Bhakti Liegenschafts GmbH. Bhakti Marga Bhaktas Deutschland e.V. Bhakti Marga Orden Deutschland e.V. Bhakti Marga Charity e.V. Bhakti Marga Stiftung. BMY Bhakti Marga Yoga Gemeinnützige GmbH zur Förderung spirituellen Bewusstseins. Und nicht zu vergessen die ganzen tollen Produkte wie Bhakti Marga, die göttliche Bhakti Marga Backmargarine. Oder das leckere Bhakti Marga Backfischbaguette mit magerer, markfrischer Makrele. Oder die Bhakti Marga Knack- und Backaufbackmakarons mit Macadamia-Geschmack. Mein Gott! So viele Firmen und Vereine, da kommt man ja ganz durch ein Wischwanander. Und das hier sind nur Bhakti Marga Unternehmen und Vereine in Deutschland. Die Bhakti Event GmbH zum Beispiel, auch hier in Deutschland, hat 2021 laut Schätzungen von North Data einen Jahresumsatz von fast 6 Millionen Euro gemacht. Dank der Bhakti Event GmbH kann man dem Guru sogar seine Liebe erweisen, indem man sich zum Beispiel eine virtuelle Reise bucht. Virtual Pilgrimage. Bali, 385 Euro. Eine göttliche Idee. Der Guru packt seine Koffer und fliegt nach Bali und man kann ihm per Stream live dabei zugucken. Zu Hause am Laptop zugucken, wie jemand anders nach Bali fliegt, zum Preis eines Fluges nach Bali. Genial! Und wer virtuelle Flugangst hat, der kann im Bhakti Marga Shop tolle Produkte kaufen. Produkte mit Hand und Fuß. Zum Beispiel dieses 6 Kilo schwere Modell der Füße des Gurus. Aus anschmiegsamem Kunstharz für nur 999 Euro. Just love, bei Bhakti Marga gibt's Cashflow im Einklang mit den Chakren auf die Konten von Bhakti Marga. 10% des eigenen Einkommens dem Guru und Gott, der Quelle aller Dinge, zu geben, ist eine Möglichkeit, unsere Dankbarkeit für all das auszudrücken, was uns gegeben wurde. Entsagt allem Materiellen, liebe Bhakti-Devotees, und schenkt es der gottverwirklichten Gemeinschaft eures Meisters. Und nicht nur die 10% eures Einkommens, nein, ihr dürft auch kostenlos arbeiten. Es wird Seva erwartet für die Gemeinschaft. Stand in den Devotee-Einweihung-Erläuterungen auf der Bhakti Marga-Website. Als eingeweihtes Mitglied der Bhakti Marga-Familie sollte man stets seine Hilfe und Unterstützung anbieten. Es wird Seva erwartet. Seva heißt freiwillige Arbeit für die Bhakti Marga-Familie. Und es gibt so wahnsinnig viel zu tun im Ashram. Und da können die göttlichen Grenzen zwischen Spirituellem und Weltlichem schon mal so ein bisschen verschwimmen, weil es so viel zu tun gibt. Spülen, Unkraut rupfen, Klos putzen, Betten machen und des Gurus Füße massieren sich auch nicht von alleine. Just love ist wichtig bei Bhakti Marga. Nur eine Sache ist noch ein bisschen wichtiger. Gehorsam ist das allerhöchste Gebet. Höher sogar, als auf dein eigenes Herz zu hören. Denn auf dein eigenes Herz zu hören, kann auch eine Mode deines Verstandes sein. Wenn der Guru also etwas sagt, dann ignoriere vollständig, was du fühlst. Wenn Sie sich jetzt nicht sicher sind, ob Sie das könnten, vollständig ignorieren, was Sie fühlen. Testen Sie das doch gerne mal hiermit. Meine ganze Seele fühlt sich so ein wie mein Mund nach einem Zahnarztbesuch. Also schön, aber irgendwie auch nicht so schön.
Bei Bhakti Marga soll man also auf sein Herz hören und nicht auf seinen Verstand. Und auf das Herz, hat der Guru gesagt, soll man dann aber auch nicht mehr hören, sondern auf den Guru. Ich habe mich in einen der anderen Anhänger verliebt und der Guru hat uns seinen Segen geschenkt. Mehr als ein Jahr später hat er mir dann aber zu verstehen gegeben, wenn du Gott wirklich liebst, dann müsst ihr euch trennen. Am Ende haben wir uns getrennt. Denn was der Guru sagt, muss getan werden. Hat uns eine Bhakti Marga Aussteigerin erzählt. Öffentlich über die eigenen Erfahrungen in so einer Religionsgemeinschaft zu sprechen, klar. Das erfordert eine Menge Mut und da muss ich an dieser Stelle einmal ganz klar und auch ernst sagen, in seelische Abhängigkeit geraten, das kann jedem und jeder passieren in bestimmten Lebenslagen. Man ist jung, unsicher, man hat eine schwere Zeit oder steckt in einer Lebenskrise oder ist einfach auf der Suche nach Halt. Und so kann man eben an Scharlatane geraten, die sich für Gott halten. Ist mir auch schon mal passiert. Also, ich glaube, dass ich habe vom Gefühl her, würde ich sagen, bist du auf dem richtigen Weg. Wie alt bist du? 26. Ja. Und zwei Jahre später sitze ich hier. Jetzt mal eine kleine allgemeine Triggerwarnung. Achtung, Achtung, Triggerwarnung. Weil es ist ja irgendwie klar, es ist skurril und weird und irgendwie auch ein bisschen schwierig, was da so abgeht bei Gott im Taunus. Aber leider ist das angeblich nicht alles. Es geht um sexuelle Übergriffe, die mehrere junge Männer dem Guru vorwerfen. Mehrere Bhakti Marga-Aussteiger werfen Gott sexuelle Übergriffe vor und haben darüber mit dem Hessischen Rundfunk gesprochen. Einer sagt, er sei in vier Nächten von Vishwananda sexuell missbraucht worden. Weitere Männer sprechen in der Doku von ähnlichen Erfahrungen. Guru Vishwananda streitet alle Vorwürfe ab. Gott streitet alle Vorwürfe ab. Stattdessen macht er das hier. We will no longer sit and watch. We will take appropriate legal action. Der Guru geht gegen den Hessischen Rundfunk gerichtlich vor. Gott geht zum Anwalt. Als wir dem Guru so ein paar Fragen gestellt haben, hat sich zuerst eine PR-Agentur aus Berlin bei uns gemeldet und dann auch der Anwalt, der Rechtsanwalt von Heinz-Christian Strache und Julian Reichelt. Das, was die mutmaßlich Betroffenen dem Hessischen Rundfunk erzählt haben, sei in dieser Form so nie passiert. Und Gott hat Glück, denn Hessen ist ein Rechtsstaat. Die Unschuldsvermutung gilt in Hessen auch für Götter. Wir kennen die Wahrheit nicht. Es steht Aussage gegen Aussage. Mutmaßliche Missbrauchsopfer gegen Gott. Bhakti Marga schreibt auf ihrer Website das hier in einer offiziellen Stellungnahme. Paramahamsa Vishwananda hat in seinem gesamten Leben noch nie eine Person zu sexuellen Handlungen gegen deren Willen veranlasst, gedrängt oder gar genötigt. Gegen deren Willen. Gegen deren Willen. Was auch immer Willen heißt, bei Menschen, denen ihr Guru sagt, ihr sollt vollständig ignorieren, was ihr fühlt. Also wenn Abhängigkeitsbeziehungen bestehen, kann es mit der Einvernehmlichkeit, gerade in Bezug auf sexuelle Kontakte, schwierig werden, weil wir da ja ein Machtgefälle haben zwischen Lehrer, Führer und Schülern. Und zusätzlich haben wir noch eine Gruppendynamik, die wirken kann. In solchen Gruppendynamiken kann es einfach auch zu einer Verschiebung von moralischen Grenzen kommen und dazu kommen, dass man eben Dinge tut, die nicht den eigenen Wertvorstellungen entsprechen. Und deswegen ist es eben mit einer Einvernehmlichkeit, gerade in solchen Settings, etwas problematisch. Ja, wie frei ist der Wille, wenn man einem Guru folgt? Und wo hört einvernehmlicher Sex mit Gott auf und wo fängt sexueller Übergriff an? Es ist nicht nur juristisch kompliziert, es ist auch spirituell kompliziert und alles echt anstrengend fürs Kronenchakra. Gut, dass sich der göttliche Guru aus dem Taunus in schweren Zeiten auf gute Freunde verlassen kann, wie zum Beispiel auf ihn hier. Das ist Swami Vishwamadavananda, irdischer Name Peter Meyer, der allerbeste Freund von Guruji. Zwei beste Freunde. Und Swami Peter Vishwamadavananda Maya ist nicht nur die rechte Hand von Gott, sondern auch der Vorstand des zweiten deutschen Bhakti Marga Ashrams in Kirchheim bei Bad Hersfeld, der Amazonstadt Kirchheim in Hessen. Der heilige Ort, an dem sich A5 und A7 paaren und die A4 auf den leuchtenden Weg des Lebens gebären. Und der Swami Peter macht die Tore vom Ashram in Kirchheim ganz, ganz weit auf. Für wirklich alle. Ein Treffpunkt für die Verschwörungsszene. Der Deutschlandsitz einer spirituellen Sekte in Hessen wird zum Treffpunkt für Verschwörungsideologen. Huch, Swami Meyer, was ist denn da los in deinem Ashram? Und wenn bei dir Verschwörungsideologen auftreten, wo trittst du dann eigentlich so auf? Meyer tritt Ende Februar beim Ethereum-Kongress auf und ist an der Organisation beteiligt. Und was ging da so ab beim Ethereum-Kongress?
Die geladenen Referenten der Veranstaltung lassen sich überwiegend im esoterischen völkischen sowie im Reichsbürgerspektrum verorten. Sagt das hessische Innenministerium. Swami Vishwamadavananda Peter Mayer lässt Querdenker, Reichsbürger, rechtsextreme Esoteriker und Verschwörungsfreaks in seinen Ashram. Aber ganz ehrlich, es ist doch eigentlich auch am Ende egal. Irgendwie ist es doch egal, was irgendeine überambitionierte Yoga-Gruppe so treibt. Hauptsache, sie bleiben in Hessen oder in den 12 anderen Ashrams weltweit. Zum Beispiel im neu eröffneten Bhakti-Maga-Tempel, im Ashram in den USA oder im Ashram in Portugal, für den Bhakti-Maga gerade den Gläubigen das Geld aus den geöffneten Herzen leiert. Oder der geplante Ashram in Südafrika. Architektonisch exakt dem Uhrwerk einer Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 nachempfunden. Bhakti-Maga, bald auch in ihrer Nähe? Just love.